Hallo! Achso, da sind wir schon wieder. Steff macht jetzt die Antwort, du hast dir wieder gedacht, ja, hallo, zurück zu unserem wunderschönen neuen neu nicht so ganz, aber für uns schon neues Wimmelbildspiel. Ich habe den Namen Twisted Lands. Twisted Lands Insomniac. Was hieß Insomniacs eigentlich? Insomniac, das ist ein Lied so von Faceless. Na, oder von Green Day, heißt da auch eins, glaube ich. Aha. Ja, auf jeden Fall, wir sind, waren hier stehen geblieben, genau, da fehlt irgendwie diesem was. Tollen, hier fehlt irgendwas, die Parkbank, da war diese tolle Zeitschrift. Da hinten ging's, glaube ich. Ja, wir gehen mal in den Pavillon hier rein. Ein Geschenk! Du musst gleich wieder aufs Geschenk hinaus, ja? Ja. Bist du auch immer so jemand, der nicht abwarten kann, wenn Weihnachten ist, die Geschenke eigentlich zu kriegen? Nee, das nicht. Und dann schon vorher anfängt, so bei uns ist das nicht so mit Geschenken. Möchtest du, soll ich? Ich kann dir anfangen. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Wo sind alle anderen hin? Ich kann mich an nichts erinnern. Hast du mich gerade gefragt, ob ich es vorlesen soll? Das ist doch das, was umsteht. Achso, du bist sozusagen die Synchronstimme von ihr. Ich bin die Synchronstimme von Steffen. Sehr verehrter Bürgermeister, erlauben Sie mir, Ihnen dieses Geschenk zu überreichen. Ich weiß, dass Sie Puzzle lieben. Mit den besten Grüßen, Umberto. Umberto! Entschuldigung, die konnte ich mir gerade nicht nehmen. Umberto. Woher ist der? Das heißt schon... Von Zirkus Halligalli. Achso, das gucke ich nicht. Da kam hier Umberto, hat geklingelt. Ich bin da, um ihre Tochter zu ficken. Mein Name ist Umberto. Um was? Umberto. Verstehst du nicht? Um die Tochter zu ficken. Und er dachte, er meint den Namen. Das Wort nicht. Ficken? Wieso kann er nicht ficken sein? Nein, das kann man nicht sagen. Musst du jetzt hier 10-mal einen Piep reinmachen? Ja, bestimmt. Oder meinst so ein Eselgeräusch. Ja. Ja, ist ja gut. Wenn Sie dieses Spieluhr mögen, mein Uhrenmacher wäre glücklich, noch eine weitere für Sie anzufertigen. Warum sollte man zwei Spieluhren möchten? Von derselben? Diese Spieluhr? Na, mal gucken. Naja, wenn er eine andere Spieluhr noch möchte. Na, dann brauchen wir jetzt bestimmt die Schere, um das Ding hier auszupacken. Wow! Zap, zarab! Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass er mit der Schere den Baum fällt. Alter Schwede. Oh Gott! Das darfst du machen. Ordne die Edelsteine so an, dass jede sichtbare Seite des Würfels nur eine Farbe hat. Wenn sich der Edelstein neben einem Loch befindet, klick auf ihn, um ihn in das Loch zu bewegen. Ach so. Wow. Na gar dann. Kein Ding. Was eine Farbe. Was ihr nicht wisst, wenn Steffen mal nicht Let's Play, dann spielt er mal mit so einem Rubik-Kugel. Ne, Kugelwürfel, genau. Kugel. Mit so einem Rubik-Würfel und ja. Was anderes macht Steffen nicht den ganzen lieben Tag? Richtig. Weil ich bin nämlich der übelste Mega-Nerd. Okay. Weißt du auch, was du da machst? Sieht nämlich sehr wahllos aus. Ich weiß, was ich da mache. Okay. Ich bin hier sowas von wissentlich, was ich hier tue. Ist diese Zeile da unten die Zeit oder ist es, dass man dann lösen drücken kann? Ich hoffe doch nicht. Aha, ich sehe schon. Willst du die Game alle auf diese linke Seite da bringen? Ich probiere das gerade, ja. Das ist gerade mein Plan gewesen. Aber dann brauche ich erstmal noch hier ein paar andere Würfel. Aha, mhm. Ihr seht, da steckt Taktik A. Siehste. Pfiffikus. So, und dann nehme ich hier die roten, oder was? Musst du da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich steck hier gerade nicht in diesem Minispiel drin. Steckst du nie drin, wa? Nee. Ja, zum Glück, Steffen ist heute hier mal am Werk. Das ist alles gar kein Problem. Ups. Setzen wir mal hier durch. Ich finde, als ob man ein altes geben würde, ha? Ja, klar. Das wäre cool. Aber gibt's ja leider nicht. Ich muss jetzt erstmal hier diesen Piss rauskriegen. So. Aha. Ah ja, ich verstehe die Taktik. Butz! Wow! Oh, ein Foto von unser Fotoalbum. Irgendjemand hatte was. Die sehen alle echt. Die sehen alle echt creepy aus. Ja, da ist gab's jetzt hier irgendeine Info dazu? Das ist doch hier die Kurbel für. Die gab's ja vorhin die Info und da war sie weg, da konnte ich sie nicht mehr vorlesen. Die Kurbel. War das nicht hier in dem Haus? Ja, da war dieses Hinter. Ja, da genau, war, für die war Spiro, dieses ne? Ding da, genau. Genau. War ein schicker Würfel, muss ich sagen. Ja, da liegt gefallen. Eine Uhr. Das ist ein Armband. Oder ein Armband. Oh, da ist Chris Brown. Wie hieß er? Mark Brown. Mann, den Pfeiler. Also, jetzt ist es zu spät. Was? Mark Brown das war das. Das ist mein Armreif. Hat Mark. Sie mir gegeben? Sie hat Marc sie mir gegeben? Sie, wer ist denn sie? Na, wer die Armreif. Wer hat sie hierher gebracht? Na, die Armreif, oder nicht? Hä? Der, die das Armreif. Die Armreif. Gibt's so, das war der komische Brief.
die Würfel, Flasche da? Würfel, Flasche, Flasche. Oh ja. Mhm. Sehr gut. Das Blatt da? Das Blatt da? Oder das Blatt? Wie wär's mit dem Blatt? So, ich glaube, das war's. Gehen wir wieder zurück. Sollen wir jetzt nochmal zurückgehen und gucken, was in der Spielruhe da ist? Ja, gibt's hier Schnellreise gibt's hier nicht, ne? Naja, ist doch fast Schnellreise. Wenn ich in jedem Spiel so ein Ladescreen hätte wie in dem Spiel, dann wäre ich glücklich. Das stimmt allerdings. Nee. Quatsch. Ah, oh, da haben wir die Kettenreaktion ausgelöst. So, hä? Jetzt können wir jetzt hinten rein. Zack. Ich habe zwar nicht gesehen, wie es genau funktioniert hat. Jemand. Hallo. Der bewacht das Ganze hier. War bestimmt der Hausmeister. Der hatte so wenig zu tun hier in diesem scheiß Ding, dass der einfach verreckt ist hier drin. Nein. Schusswaffen machen mich nervös. Oh, das ist eine so richtige Mutti. Ach, das ist ja eine Waffe, stimmt. Wie sagst du das? Die Waffe nicht gesehen, nee. Aber den Typen oder was? Das ist das Erste. Du musst immer... Apokalypse, das Erste war, du musst einen Blick für Waffen kriegen. Die musst du erkennen. Merkt da euch schon, das. Da ist schon wieder so ein Band. Da muss irgendwas drin. Eine Vertiefung. Ich brauche einen speziellen Schlüssel für das Schloss. Sieht aus wie ein Stern. Das ist eine Schreib... Nicht keine Schreibmaschine. Ein Schraubstock. Ein Schraubstock. Sieht aus wie ein Schlüssel. Schlüssel. Haben wir irgendwas, um das... Was auch immer das mitzumachen? Pfeile? Hammer? Vielleicht die Flasche? Pfeile? Einfach mal probieren. Ha! Hä? Naja, jetzt haben wir unseren Schlüssel gefeilt. What the fuck? Oh, was geht hier vor? Hä? Der Geist will mich nicht reinlassen. Ich muss ihm helfen, Frieden. Ja. Also, ohne Gegenleistung geht selbst im Reich der Toten nichts. Hä? So, was will er denn haben? Eine Flasche. Flasche. Nein, die will er nicht. Vielleicht den Schlüssel. Nein, den will er auch nicht. Auch nicht. Ein Hammer. Also wenn er einen Hammer nicht will, das ist ein... Vielleicht seine Mütze, seine Waffe. Können wir überhaupt noch irgendwo hinklicken? Nee, das können wir nicht mehr machen. Na anscheinend. Dann, ich würde sagen, wir gehen ja nochmal zurück. Wir haben ja jetzt ein bisschen was bekommen. Kannst auch nicht mehr machen hier groß. Nee. Der Geist will seinen Frieden finden. Okay. Ist mit den Lampen irgendwas? Was ist denn hiermit eigentlich? Nicht. Haben wir jetzt irgendwas? Können wir irgendwas an der Treppe machen? Ja, wir haben eine mal. Flasche. Wir werden mal probieren, den mit dem Hammer hier vielleicht das Ding zu reparieren. Butz, butz. Wow. Und hoch. Na dann ab da. Schlüssel? Schon wieder ein Schlüssel? Das läuft heute. Guck mal. War das gerade ein Teddy mit einem Kind, die rumgeknutscht haben? Es war ein Teddy mit einem Kind, weil es könnte auch nicht ein Kind mit einem Teddy sein. Nee. Okay, hier ist, scheint wovon dem Mädchen das Baumhaus... Guck mal, hier ist ein schönes Windspiel. Ja, das habe ich hier auch. Das finde ich mal sehr entspannt. Ist das wieder runter, wenn ich hier runterklicke? Ja. Weil hier so eine Hand war, weißt du? Und hier ist der Fall. Mach doch einfach, können wir wieder hoch. Wie kommen wir jetzt runter? Ah ja, wir wollen ja noch den Busfahrer befragen auf dem Dach. Aber wie sind wir da jetzt nicht gerade hochgekommen? Ich glaube, wir sind hier ist die Tür. Also wir kommen eigentlich von der Leiter und das ist was anderes. Okay. Ich glaube, da hing ja auch von draußen, hat man es gesehen. Ein weiteres ein Bild. Ein Foto. Ach, das ist das Mädchen ist, von genau, der Zeitung. Aus der Zeitung, genau. Und ein nächstes Spiel? Nee, da fehlen Teile. Okay. Okay. Das kann man auch nicht mitnehmen, ja? Nee, nee. Siehst du noch irgendwas? Was von Relevanz? Nee, hast du irgendwo noch der Teddybär oder so? Ich mag keine Teddybären. Warum schenken mir die Leute am Geburtstag nur immer Teddybären? Vielleicht, weil du ein verwöhntes kleines Girl bist? Wie spielen eine Frau? Naja, auch Frauen können Girlen sein. Hast du schon mal ein Teddybär geschenkt bekommen? Na, ich bin ja auch keine Göre. Bin ja keine Frau, ne. Zum Glück sitzt Patty nicht hier. Nee. Der würde dir eine andere Antwort darauf geben. Ja, Patty ist nicht da. Von daher kann ich so ein Sprich. So, jetzt kommen wir hier trotzdem runter? Ja, ja weil Wahnsinn. Die andere hing halt da. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn? Also müssen wir jetzt zum Bus zurück, nehme ich mal an. Willst du mir jetzt mal in der Nase popeln hier? Nein, ich... Ist egal. Achso, ja, wir wollen ja zum Bus fahren. Ja, richtig. Na dann, auf, nach oben. Zack. Hier... Hilfe, da stand Hilfe! Hier oben ist niemand. Ich war mir sicher, ich hätte jemand gesehen. Die Leiter kann sich nicht alleine aus dem Bus bewegt haben. Ist er durch das Fenster auf meine... Was? Das hätte ich schon wieder nicht lesen können. Liegt da noch irgendwas? Der Koffer und so? Guck erst mal. Ja. Nicht, dass wir hier... Da, der Koffer hat ein Zahlenschloss.
Es macht keinen Sinn zu versuchen, die Kombination zu erraten. Das würde Ewigkeiten dauern. Ah, ruckizucki, habe ich die raus. Okay. Ist so doof. Wir haben auch nichts, ne? Nicht mehr weiter. Nee. Na, dann gehen wir da einfach rüber. Eine Frau. Mit rotem Kleid. Wir haben immer mehr gesehen. Da liegt eine ist wieder ein Skelett, was nicht zur Ruhe gekommen ist. Und zereistes, frostiges Leichenfach. Zereistes? Na, guck mal, ist da Eis drum, das oder was ist das? Guck mal, da ist Medusa drin. Ja? Medusa? Ja, was stimmt, da ist aus wie ein Krebs, aber. Wie ein Krebs? Ja, da war meine Medusa sehr weit hergeholt. Ein Frosch oder so? Was ist das? Igitt! Hol es. Hol es raus. Ich würde mir diesen Ring gerne näher ansehen, aber ich möchte meine Hand auf keinen Fall in diese Flüssigkeit stecken. Es könnte alles drin sein. Aha. Also brauchen wir noch was zum Rausholen aus dem Glas. Ah, da sind Gesichter. Was ist mit der Leiche da? Schrumpfköpfe. Sein Glück ist wohl abgelaufen. Ich hoffe nur, er bleibt liegen. Na, hoffen wir doch mal alle. Besteck. Na gut, interessiert euch doch auch fürs Eisfach. Was für ein seltsames Siegel. Es sieht aber irgendwie vertraut aus. Na, wenn sie das sagt. Was ist denn das hier vorne? Was ist mit dem... Kannst du das... Nee, guck mal. Genau, das kann man nicht nehmen, ne? Nee, ach, das ist von der Leiter raus. Hier, das komische... Was ist das denn hier unten eigentlich? Das ist eine Hilfe, also Lösung. Ach so. Übrigens, was auch hier mit bei ist, es steht hinten auf der Verpackung drauf... Moment, ich lese vor. Umfassende Videokomplettlösung. Also sollten wir nicht weiterkommen? Umfassende Videokomplettlösung. Sonst kann man hier nichts machen. Ich muss auf die andere Seite der Tür gelangen. Ah ja. Damit mal, was ist denn mit der Flasche? Kannst du nicht mit der Flasche die Flüssigkeit aus dem... Ach nee, habe ich gerade probiert, ja. Was ist mit der Kachelziegel da? Kachelziegel? Mach mal. Die leere hier? Nee, geht nicht. Nee, ich glaube, da scheint doch das immer irgendeine... Das Anatomie-Museum. Aha. Ich glaube, da anscheinend. Hast du jetzt woran erkannt? Vielleicht, dass hier eine Leiche drin liegt? Wie überall, wo jetzt eine Leiche drin liegt, ist ein Anatomiemuseum. Ja, für mich schon. Also, der nächste Mensch, der irgendjemand tötet, sagt dann, das ist ein Anatomiemuseum. Es gibt ja auch Leute, die sehen eine Leiche und rufen laut Leichentourismus. Aha. Kennst du nicht? Nee. Gut. Dann müssen wir wieder rausgehen. Hier fehlt uns, ey, es sind ein Haufen Rätsel hier, das ist ja absolut. Guck mal, ein Wimmelbild-Spiel. Also, ein Wimmelbild. Wie, schon wieder? Ja, Blume, Tube, Kamm. 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 Eine Blume. Tube. Ja, wenn man selber spielt, sieht man da mehr, muss ich sagen. Was ist da noch? Zange, Gürtel, Laster, Wäsche, klar, die... Ach nee, das ist was anderes. Da ist die Wäscheklammer an der Tasche da. Man, die Tasche da, wo die Schallplatte ist? Mal da an dem Henkel dran, genau. Die Schlange liegt auf der Tasche drauf. Zange, Gürtel, Laster. Hast du mal das Geräusch gehört, wenn ich da auf die Sache... Ja, die Sachen... das macht immer... der Laster ist da, genau, da. Zange, Gürtel, Blumen, Tube. Gürtel, der war hier unten irgendwo. Nee, warte mal, hier die war der Gürtel. Tube? Blumen. Tube. Such die Blumen. Ich such die Blumen. Zange. Blumen. Ja, Blumen. Ich hab die Blumen, die sind auf dem Sitz da. Neben der Echse. Da. Genau. Das sieht immer aus, als wenn das auf die Möbel ruffgemalt ist. Zange, ja, das ist ja der Sinn bei Wimmelbild. Da gibt's ganz schlimme. Wimmelbild, eine Verbandschere. Vielleicht können wir damit reingreifen in dieses Gefäß, wo der Frosch drin ist. Probieren wir das doch gleich mal. Siehst du? Oh, ist die gut. Tja. Das ist so bestimmt ein Ring. Das ist bestimmt das, was wir. Ja. Ein Drachenring. Das ist das hier. Von wegen Medusa, das ist ein Drache. Das sieht doch. Hey, das sieht aber ganz nicht ehrlich. Sieht doch nicht mal ansatzweise ähnlich aus. Es wird spannend. Ah. Aha. Ja, ja, ja. Hm. Und jetzt? Jetzt haben wir irgendwas in Gang gesetzt. Ein Schlüssel. Ich find's lustig, dass nicht die Decke von dem Skelett weggeweht wird. Da sind Herzen. Da ist irgendwas. Ein Bild. Okay, ein Bild und da fehlt eins. Wo ist was? Nicht so schnell! Hm. Das Foto ist alt, aber die Leiche hat neue Sachen an. Ist der Mann auf dem Bild ein Verwandter? Gehen überall die Leichendinger auf. Und hier fehlt ein Foto. Guck mal, was ist denn da an der Tür dran? Wo? Na, da an der Tür. Nein, an der Tür. Mal die Tür? Da? Ach da. Da.
Jemand hat seltsame Symbole in die Tür geätzt. Was bedeuten sie? Sollte ich sie mir merken? Mir hat sowieso nicht gemerkt, aber egal. Kann man nicht irgendwo... Guck mal, das sind Schlüssel. Vereister Schlüssel, vielleicht für die Tür. Für die? Das sieht nicht. Ist gut. Von wegen auf der anderen Seite hier lang. Oh, die Blumen welken. Da hinten ist wieder so grüne Augen. Hier sieht es ziemlich unordentlich aus. Was ist hier passiert? Und noch wichtiger, wie komme ich hier raus? Da ist die Blume. Da ist wieder ein Schloss. Was hat sie überhaupt an? Jetzt ist da eine Videokamera und es ist zugemauert. Hä? Also wir sind jetzt wieder... Entweder sind wir jetzt wieder in der Realität oder wir waren davor in der Realität. Keine Ahnung. Das ist ja tricky als bei Shutter Island. Guck da einfach mal. Ein Wimmelbild. Wund... Auflage, Glocke, Pflaster. Wundauflage. Brauchen wir so einen Mundschutz? Ja, der Mundschutz hängt an den Tulpen. Das ist natürlich sehr klug, wenn man weiß, wo die Tulpen sind. Ja. So. Perlentabletten, die Tabletten liegen da unten im Schrank. Pipette, Wasserflasche, Nagelklipse. Also der Nagel, ist es da bei dem im Schrank beim Buch der Nagelklipse? Anscheinend. Wund, was ist eine Wundauflage? Ich habe gedacht, das ist hier das hier. Und ist da drunter? Dann wird's das sein. Die Glocke ist auf dem Tisch drauf. Genau. Pflaster. Schlange, Geldbeutel. Die Wasserflasche ist im Mülleimer. Eine Schlange. Meinen die vielleicht diese Arztschlange? Pipette und ein verdachtes Pflaster klebt da. Guck mal an der Schranktür. Und eine Pipette. Hallo, die. Ist das da eine Pipette? Die da steht. Nagelklipser. Können wir uns die Nägel schneiden oder knipsen? Ganz wichtig. Okay, das ist ein rotes Band schon wieder. Was hat das zu bedeuten? Kannst du die Videokamera an? Oder den Teppich? Nee. Ich muss hier verschwinden, bevor das Wachpersonal merkt, dass ich etwas vorhabe. Schon wieder. Sandaletten oder Hausschuhe, besser gesagt. Also der Teppich könnte auch mal geputzt werden. Ein abgebrochener Bleistift. Du darfst ruhig lesen. Innovative neue Behandlung. Wir haben kürzlich mit Dr. Torpse gesprochen, um mehr über den Zustand der jungen Angel Braun zu erfahren, die bewusstlos am Strand gefunden wurde. Dr. Torpse sagte uns, dass dieser Fall aus medizinischer Sicht faszinierend sei, da der Zustand der Patientin sich trotz Behandlung kaum verbessert habe. Der Doktor hofft jedoch, ihr mit einer neuen Behandlungsmethode, die er entwickelt hat, helfen zu können. Wir wünschen ihm viel Glück und Frau Braun eine schnelle Genesung. Die Frage ist, ob mit der neuen Behandlungsmethode diese Lobotomie gemeint ist. Da kann man auch nochmal... Da ist schon wieder ein Schlüssel? Was war das? Na hier, dieser Reflexhammer, der beim ersten Mal schon eine Rolle spielte. Ich muss die Nägel einschlagen. Reflexhammer. Oh, da haben wir schon wieder... Was bringt es, wenn sie die Nägel einschlägt? Du, ich frage mich was Einfacheres. Okay. Vielleicht müssen wir mit dem Nagelknipser die Nägel jetzt abknipsen. Nein! Das ist ja typisch Frau. Ich muss etwas anderes ausprobieren. Nein! Das mache ich nicht. Aha! Das gehört mir. Ich brauche einen Schlüssel in Form einer Blume, um es zu öffnen. Aber die Schwester hat ihn mir weggenommen. Böse Schwester. Nee, ich glaube, so geht das nicht. Was ist mit der Pflanze? Die Pflanze ist wie ich, sie stirbt von innen heraus. Uiuiui. Ganz böse. Ich hoffe, sie fängt nicht an zu riechen. Kannst du, guck mal, die Zeitung. Kannst du sie fängt von innen an zu riechen? Tun manche Leute von innen an zu riechen. Da die Zeitung unter dem Bett kommt. Achso, die hat man schon, oder? Was ist denn mit dem Ding hier?
Nun muss ich etwas entlang der Linie biegen, dass ich den Dietrich... Was? Was ich als Dietrich verwenden kann? Ein Gummi oder wie? Gute Frage. Blumen? Ah. Ach so, ja. Speiche Dietrich? Ich muss die Speiche nur vom Rad losbekommen. Knips, knips. Ist aber sehr einfach, ne, bis jetzt, also... Es hält sich alles in Grenzen. Handwerklich begabt, die Kleine. So macht man das, aha. Nimm mit... Achso, sie das mitnehmen? Mensch, alles muss man hier alleine machen. Woher hatte sie die Form? Aber gut, dass es da oben zugemauert ist. Gute Frage, gute Frage. Hauen wir ab, würde ich sagen. Oh! Mr. Doctor? Ich muss aufpassen, dass der Doktor mich nicht bemerkt. Caroline Riggs. Angefasst, zu, Keime. Empfohlene Therapie, Aktion und steriles Zimmer, Beruhigungsmittel. Kannst du die Karte da mitnehmen? Ja. Aha. Ah, Ängste angefasst zu werden. Aha. Das sollte man sich notieren. Dass man weiß, was man mit den Frauen machen kann. Und sie mal nicht so wollen. Ah. 1920. Da ist das Mädchen verschwunden. Meinst du das vielleicht? Esteban de Ramirez. Was haben die denn für komische Namen hier? Wo sind wir überhaupt? Nicht. Irgendwie so einer mexikanischen Symptome, Form, also. Delirium. Er spricht zusammenhangslos, hört Dinge, die nicht da sind. Oh Mann. Der Loop. Der Loop. Der Loop. Kannst du da irgendwas anklicken? Nee, das ist anscheinend alles. Esteban Ramirez? Die kompletten Akten zu Esteban Ramirez. Alles. Antonio Banderas ist hier bestimmt auch noch irgendwo dabei. Susan, hier ist die Kombination für das neue Schloss. 1-1-1. Das ist eine 5, oder? Oder eine 2-2-1? Nee. Doch, ich würde schon sagen. Wo ist denn da eine 2, dass da niemand spricht? Naja, das ist durchgedruckt. Wo siehst du da eine 5? Na, wegen dem Bauch und so. Da hier, so, oben, oder Strich. Was? Ja. Nee, ich würde sagen, das ist hier. Eine 4 vielleicht. 4-1-1. Könnte auch noch sein, aber ich würde sagen, das ist eine 2. 2, 2, 1. Wo siehst du denn noch eine 2? Na, dann sag doch, du denken würdest... 4, 1, 1. 4, 1, 1. Mhm. Ich sage, das ist 2, 2, 1. 2, 2, 1. Ja. So, aber welches Schloss meinen die jetzt eigentlich? Das von dem Koffer. In der Anderswelt. Ach so, in der Anderswelt. So, Telefon und so? Erstmal gucken wir hier, was es schönes im Medizinschrank gibt. Das ist bestimmt für die Zimmer, was die bekommen. Was war das jetzt? Das gucke ich gleich. Medikamente für Patienten, was für ein übler Geruch. Das war... Pulver. Pulver. Oh, können wir schön eine Line ziehen hier mit der Karte? Legen wir uns hier schön so eine Pulverline auf den Tisch. Ich glaube, das hier zu ertragen wäre das auch sehr sinnvoll. So. Eine Tasse. Möchte nicht aus der Tasse von jemand anderem trinken. Kannst du da Pulver reinmachen? Vielleicht sterben die dann alle. Den muss schon. Aber ich habe gerade was anderes gesehen. Warten. Siehst du? Das hat er aber gegen die Tasse gesprüht, oder? Ich muss das überschüssige Puder entfernen. Mein Make-up-Pinsel würde dir helfen. Das ist bestimmt eine Herzschachtel da drin. Erstmal den Bleistift anspitzen. Das ist mal ganz wichtig. Und das Telefon? Oh, guck mal, das ist ein Amulett. Da ist die Blume. Die brauchen wir. Ich habe niemanden, den ich anrufen könnte. Ich muss mich außerdem auf meine Flucht konzentrieren. Und wir haben schon viel zu viel Überlänge in diesem Part. Overlänge? Overlänge hier. Na, dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir ins Zimmer zurück und probieren die Blume aus. Genau, und holen den Schminkpinsel. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Yeah.